Gott ist gut. Amen. Amen. Alle Zeit. Darum feiern wir Gottesdienst so zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ja, es geht weiter. Viele gehen nur an Weihnachten zum Gottesdienst, aber wir feiern unseren Gott jeden Sonntag und auch in der Woche und auch jeden Tag. Und so habe ich ein interessantes Thema für uns, ja, das so uns auch zeigt, wie genial die Bibel ist. Ja? Es zeigt uns einfach, wie genial die Bibel ist und ja, es soll uns wieder neu begeistern. Es soll uns auch zum Staunen bringen. 8 Prophezeiungen will ich uns aufzeigen über Jesu Kommen. Das Kommen Jesu wird uns vom Alten Testament kommentiert. Schon hunderte von Jahren vorher hat man auf das Kommen Jesu hingewiesen. Und das zeigt mir, dass die Bibel ein absolutes, korrektes Buch ist. Ja, und da geht einfach mit, das erste und sogar auch das zweite Kommen Jesu wird uns vom Alten Testament kommentiert. Ja, aber ich werde mich auf das erste Kommen, wie er an Weihnachten in der Krippe im Stall kam, hauptsächlich konzentrieren. Die Prophetie und die Erfüllung von dem, was durch die Propheten und auch durch den Alten Bund gesagt wurde. Ja, okay? Diese 8 Prophezeiungen schauen wir uns zusammen an. Einfach, um dass ihr vorher schon wisst, worum es geht. Erstens mal, der Nachkomme der Frau ist dokumentiert. Aus dem Stamme Juda kommt. Dass er ein Thronfolger Davids sein wird. Dass der Geburtsort Bethlehem sein wird. Alles das finden wir schon im Alten Testament. Die Geburtszeit, ja, ist auch interessant im Danielbuch. Jungfrauengeburt in Jesaja, sogar der Kindermord des Herodes ist uns schon vorhergesagt in Jeremia 31 und auch die Flucht nach Ägypten. Und das schauen wir uns jetzt an, nach und nach, geht da einfach mit, wenn ihr auch mitschreiben wollt, da könnt ihr nur dabei lernen, da könnt ihr jederzeit eine Bibelstunde drüber halten. Ja? Das ist gut, das ist ein gutes Thema, das wird euch einfach ja, auch begeistern und mitnehmen. Gehen wir zur ersten Prophetie. Ja? Die erste Prophetie steht im 1. Mose 3,15. Dort steht von dem Nachkommen der Frau. Ja, und diese Prophetie gibt Gott auch dieser Schlange im Garten Eden. Ja? In der Schlange, dem Teufel, er sagt hier zu ihm, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Ja? Und wir wissen, Jesus hat bildlich gesehen am Kreuz von Golgatha die Schlange den Kopf zertreten. Ja? Er hat den Teufel besiegt. Was andere für eine Niederlage gehalten haben, das hat Jesus. Jesus hat einen wunderbaren, triumphalen Sieg am Kreuz von Golgatha vollbracht, indem er für unsere Sünden starb. Und das wird uns auch bestätigt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4. Diese Erfüllung der Prophetie. Hier heißt es dann, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau. Ja, Gottes Sohn, geboren von einer Frau. Das ist nicht selbstverständlich. Gott hätte auch können vom Himmel kommen, ja, in seiner Allmacht und Majestät. Jesus hätte können kommen, weil er von Anfang an beim Vater war. Aber hier geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also ist absolut interessant, ja, dieses prophetische Reden Gottes, auch zur Schlange im Garten Eden, hat das schon vorhergesagt. Jetzt zur zweiten Prophezeiung. Diese Prophezeiung, die Bibel ist voll von Prophezeiungen. Ja, da gibt es hunderte von prophetischen Aussagen über das Handeln, über das Leben Jesu, über sein Sterben. Das findet man alles schon im Alten Testament. Und hier heißt es, dass er aus dem Stamme Juda kommen soll. In dieser zweiten Prophezeiung. 1. Mose 49, Vers 10 heißt es, Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommen wird, dem alle Völker dienen. Ja?
Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen. Das ist so schön. Und wenn man dann den Stammbaum liest, hier in Lukas Kapitel 3, 23 bis 38, ich habe uns mal einen Teil dahin geschrieben, ja, die markanten Männer Gottes haben sie uns mal ein bisschen dicker geschrieben, ja. Ein paar, das sind ja sehr, sehr viele Generationen. Aber er stammte aus dem Stamm Juda. Wir lesen hier in Lukas 3, ab 23, die Leute kannten ihn als den Sohn Josefs. Josefs Vater war Eli. Und dessen Vorfahren waren, dann kommen die ganzen, ja, Stammesväter, Mattat, Levi, Melchi, Jannai, Josef, Malea, Männer, ja, wenn ihr Namen sucht für eure Kinder, hier findet ihr welche, ja. Das sind interessante Namen, Matata, Nathan, bis König David, ja, den habe ich mal fett gemacht, Isai, Obed oder Boas aus dem Buch Ruth, ja, alle stammen aus diesem Stamm Juda, Salmen, Machschen, Amadet, Almin, ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber hier zum Schluss kommt Hesron, Peres und Juda. Also Jesus stammte aus dem Stammbaum von Juda. In 34 lesen wir dann von Jakob, Isaak und Abraham. Man kennt ja auch diese Bezeichnung, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, von dem auch die 12 Stämme kamen. Methuselah, Henoch, Jared, Mahalalel, ja, Kenan, und dann ganz am Anfang Enosh, Seth. Seth war ein Sohn Adams und Adam stammte von Gott, der erste Mensch, ja. Und so war Jesus auch in diesem Stammbaum, aus dem Stammbaum Judas, ja, die 12 Stämme, und Jesus kam aus dem Stamm Judas. Jetzt kommen wir zur dritten Prophezeiung. Das heißt, ein Thronfolger Davids. Jesus war ein Thronfolger Davids. Das heißt in Jesaja 9, 5 und 6, diese bekannten Stellen, die man auch an Weihnachten hört. Wir haben an Weihnachten noch, am Heiligabend noch Bibelquiz daheim gemacht. Da ist auch diese Frage drin vorgekommen. Meine Schwester Martina hatte sich da vorbereitet. Und dann kam auch diese Frage, wie dann Jesus hier bezeichnet wird in Jesaja 9, Vers 5. Ich lese es uns. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater und Friedefürst. Das musste man dann wissen. Diese vier Bezeichnungen für Jesus, die sind ganz stark. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, jetzt kommt's, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Ja? Also er war ein Thronfolger Davids. Ja, und die Erfüllung lesen wir in Matthäus 1, 1 und 2, auch wiederum im Jesus-Stammbaum. Ja, das Matthäus-Evangelium fängt mit dem Stammbaum an. Das war bei den Juden ganz wichtig. Von wem sie abstammten, den haben sie oft nachvollzogen in viele Generationen. Hier heißt es 1,1, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Ja, Jesus wird als ein Sohn Davids bezeichnet, des Sohnes Abrahams, um die Generationen mal ein bisschen zu überspringen. Ja. David war ein Sohn Abrahams über die Generationen hin, ja, nicht ein Direkter. Und dann heißt es, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, ja, die 12 Stämme Israels. Ist ganz interessant, aber Jesus war ein Thronfolger Davids, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, starke Bezeichnungen für Jesus Christus, all das ist er. Ja, und jetzt sogar der Geburtsort in Bethlehem, okay? Die vierte Prophezeiung zeigt uns den Geburtsort Bethlehem. In Micha 5, Vers 1 heißt es, und du Bethlehem Ephrata, ja, das ist die Bezeichnung für Bethlehem, Bethlehem Ephrata,
Das bedeutet auch Haus des Brotes. Bethlehem, ein Haus des Brotes, wo ja Jesus sich selbst bezeichnet. Ich bin das Brot der Welt. Ja, interessant. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda. Ja, ein kleines Dorf wie unser Rümlingen. Ja. Kleines Dorf. Bethlehem in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ja? Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Ja? Und so ist er in Bethlehem geboren. Und das finden wir alle in der Weihnachtsgeschichte, hier auch in Matthäus 2, Vers 1. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa. Ja, also Jesus ist nicht im Palast auf die Welt gekommen, wie das sich für Könige gehört, sondern Gott hat sich die Krippe ausgesucht. Der Stall und die Futterkrippe, wo er dann drin gelegen hat. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Gehen wir weiter. Die fünfte Prophezeiung ist auch die Geburtszeit Jesu. Ja. Das finden wir in Daniel Kapitel 9, 24 bis 25. Ja. Da hat schon Daniel eine Prophetie bekommen über die Zeit, wann dieser Messias und Retter zur Welt kommen wird. Ist auch interessant, ich lese uns mal einen Teil davon aus Daniel 9, 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Ja, es sind Jahrwochen. Ja, Jahre, Jahrwochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Dafür kam Jesus auf diese Erde, für die Sündenschuld auf sich zu nehmen, ja? Für unsere Missetat zu sühnen, für uns gerecht zu machen vor dem himmlischen Vater, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und einen Allerheiligsten zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls bis zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Ja? Das ist wieder reinzugehen, das ist jetzt ein bisschen zu viel, wie das dann auch zeitlich ist mit diesen 70 Jahrwochen. Aber es ist total interessant. Und als die Zeit dann erfüllt war, kam dieser Messias. Als diese Zeit zu Ende war, wie Daniel es in seiner Prophetie sagte, kam der Heiland und Retter, unser Messias, unser Jesus, unser Erlöser. Ja? Und diese Erfüllung finden wir in Lukas Kapitel 2, 1 und 2. Als die Zeit erfüllt war, zu jener Zeit, ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Ja? Zu der Zeit war dann diese Volkszählung und auch Josef und Maria mussten sich aufmachen in die Heimatstadt nach Bethlehem. Ja? Damit der Messias auch in Bethlehem auf die Welt kommen kann. Diese Zusammenhänge finde ich total interessant. Ja, wie Gott auch diese Zeit wirklich im Griff hat. Jetzt gucken wir die sechste Prophezeiung über Jesu Kommen. Ja, dass es eine Jungfrauengeburt werden soll. Die Jungfrauengeburt. Man lesen das in Jesaja. Jesaja nennt man ja auch so den Evangelisten des Alten Testamentens als einen Prophet. Er sagt nicht nur das Kommen Jesus, erste Kommen. Er spricht auch sehr viel über das zweite Kommen. Wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit und Majestät. Ja. Da wird auch viel im Jesaja-Buch darüber berichtet. Hier in 14, Kapitel 7 in Jesaja heißt es: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Ja, und dieses Zeichen ist: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ja. Total interessant, ja. Wie kann eine Jungfrau ein Kind bekommen? Menschlich unmöglich. Aber bei Gott ist es möglich. Amen.
Denn wir lesen auch in Matthäus 1,18, ja, ich habe mal hier die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil die das so schön ausdrückt, diese Jungfrauengeburt. Es heißt hier in Matthäus 1,18, dies ist die Geschichte der Geburt Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ja? Also da halten sich viele dran auf, schwanger werden durch den Heiligen Geist. Da lästern sie oftmals drüber. Ja? Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und was er durch Jesaja schon 500, 600 Jahre vor Christi prophezeit hat, das ist in Erfüllung gegangen. Ja? Als Jesus auf die Welt kommt. Und wir rechnen unsere ganze Zeitrechnung danach. Und es war eine Jungfrau Maria. Aber es ist nicht Jungfrau geblieben. Das habe ich uns auch das letzte Mal gesagt. Okay, gehen wir weiter. Letztes Sonntag habe ich ja im Heiligabend eine saarländische Predigt gehalten. Ja? Um euch das schöne Saarländische nochmal ein bisschen nahe zu bringen über dieses Zimmermannsjupsen Elstern. Sie ist also nicht, diese hat keine ewige Jungfräulichkeit gehabt. Warum? Weil sie hat noch ganz normal mehrere Kinder bekommen. Ganz normal. Und die Bibel schreibt uns von vier Brüdern und von Töchtern. Töchtern sind nicht an Zahl genannt, aber wenn man dann vier nimmt, plus Jesus, dann sind es schon mal fünf. Wenn man dann Töchter hat, dann sind es mindestens schon mal sieben. Vielleicht waren es auch acht oder neun oder vielleicht noch mehr. Ja? Von daher gibt es keine ewige Jungfräulichkeit von Maria. Sie hat eine ganz normale orientalische Großfamilie gehabt. Ja? Und im Saarländischen, in diesem saarländischen Dialekt, wird es so schön ausgedrückt. Darum muss ich es noch einmal lesen. Da haben sie unter sich gesagt, die Leute aus Nazareth, die haben doch gesagt, ne, das ist doch ein Zimmermannsjupser Elster. Auch der Titel von diesem Buch von Walter Hensen, ein Zimmermannsjupser Elster. Hört dem seine Mutter nicht auf den Namen Maria? Wo wären die Brüder nicht Jakobus, Joses, Judas und Simeon gerufen? Das waren seine vier Brüder, leiblichen Brüder. Ja? Ganz zu schweigen von seinen Schwestern, von seinen Schwestern. Ja? Also, das müssen wir wissen. Ja? Jesus hatte noch wirklich auch leibliche Geschwister. Und das ist gut, wenn man das weiß und wenn man das auch richtig einordnen kann. Aber jetzt kommen wir zur sechsten Prophetie. Die sechste Prophetie sagt uns den Kindermord voraus. Dass ein Kindermord zu dieser Zeit geschehen wird. Das finden wir in Jeremia, in dem Prophet Jeremia, im Kapitel 31, Vers 15. So spricht der Herr, Horsch, ja, ist auch saarländisch, ne? Horsch, so sagen wir auch. Ne? In Rama hört man Totenklage, bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder, ja, das Bild auf Israel. Sie will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind. Ja? Weil sie nicht mehr da sind, weil ihre Kinder umgebracht wurden. Das steht schon in Jeremia. Und die Erfüllung finden wir dann in Matthäus Kapitel 2, 16 und 17. Wir wissen das alle, haben das alle schon gehört in der Weihnachtsgeschichte. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass ihn die Sterndeuter hintergangen hatten. Er ließ alle Jungen unter 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Das war ein richtiger Massenmord. Massenmord. Damals haben sie alle viele Kinder gehabt. Ja? Das war das Normalste. Kinder, wer Kinder hatte, der hatte einen Segen. Ist heute auch noch so, aber vielleicht weniger wie damals. Damals hat man auch eine große Hilfe gehabt in der Landwirtschaft, auch durch die Kinder. Ja? Er ließ bis zu 2 Jahren in Bethlehem und Umgebung umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Ja? Diese Sterndeuter, diese Magier aus dem Orient, ja? Die auch zu Herodes kamen und zu fragen, wo er ist. Ja? So erfüllte sich die Vorhersage des Propheten Jeremia. Ja?
Gott ist genial. Gottes Buch ist genial. Forscht darin. Nehmt die Schätze daraus. Ja? Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wege. So ist es. Und so freuen wir uns über sein Wort, sagt Psalm 119, wie einer, der fette Beute macht. Ja? Wenn ich sowas entdecke in der Bibel, oh, da freue ich mich. Ja? Boah, Gott ist genial und er hat alles in sein Buch reingeschrieben. Das ist so stark. Gehen wir mal zur nächsten, zur achten Prophetie, die Flucht nach Ägypten. Die Flucht nach Ägypten ist auch schon bestätigt im Alten Testament durch den Propheten Hosea in Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ja? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist so interessant, ja? wie auch sich Josef aufmachte, um zu flüchten nach Ägypten. Die Erfüllung finden wir in Matthäus 2, Vers 1. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Ja? So stark, dass das auch schon im Alten Testament kommentiert ist. Ja? Okay? Ich will uns mal auch diesen Text im Saarländischen lesen, aus Lukas Kapitel 2. Es ist so schön, sie haben sich auf die Bahn gemacht, heißt es da, ne? Das ist so ein schöner Ausdruck. Ja? Sie haben sich auf die Bahn gemacht, die Bibel auf Saarländisch. Ja? Von Nazareth nach Galiläa, nach Bethlehem in die Provinz Judäa. Ja? Maria um Esel und Josef hat diesen Esel geführt. Und so heißt es im Saarländischen, so hat jeder müssen in die Stadt gehen, durch diese Volkszählung, wo seine Familie herkommen ist, für sie statistisch erfassen zu lassen. Also hat sich auch Josef von Nazareth in Galiläa aus auf die Bahn gemacht. Da müssen die Christen sich auch manchmal auf die Bahn machen. Geht und macht zu Jüngern. Macht euch auf die Bahn. Bleibt mir nicht daheim leihe. Ja? Nur Bethlehem und auch in die Provinz Judäa. Ja, so schön. Ja. Und jetzt, das waren also diese acht Prophetien. Die sind so schön und so interessant. Soweit also die acht Prophetien über Jesus erstes Kommen. Okay? Jetzt kommen wir mal zum zweiten Kommen. Denn Jesus sagt uns auch in Johannes Kapitel 14, ja, auch in Vers 2 und 3, sagt er uns, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Also Jesus ist in den Himmel aufgefahren, er ist nicht im Grab geblieben. Ja? Das finden wir auch in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Die Himmelfahrt Jesu, ja, wie dann auch die Engel sagten, so wie ihr gegen den Himmel auffahren seht, so wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Hast du das mit drin? Diese Erwartung, Jesus kommt wieder. Kann er für mich wiederkommen? Bin ich bereit? Habe ich meine Lampen von Öl? Ja? Da muss ich mich fragen. Ja? Er wird wiederkommen, dann will ich auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht schön? Unser Herr und Heiland kommt und holt uns zu sich. Das müssen wir drin haben als Christen. Ja? Der Himmel in unserem Herzen, das Kommen Jesus als Erwartung. Okay? Als diese Braut, die in Erwartung steht. Ja? Und jetzt will ich uns mal ein bisschen auf diese Zeitgeschichte nahebringen. Ich habe das mal aufgemalt. Ja, manchmal male ich sowas, damit wir das besser verstehen. Hier helfe ich mal ein bisschen mit. Ja, also diese Zeitgeschichte ist ganz interessant. Es heißt ja auch im Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also nichts ist auf dieser Welt langlebig und nichts ist irgendwo ewig. Aber Jesus Christus verändert sich nicht. Ja, er war vor Zeiten, schon bevor Adam und Eva da waren, war Jesus bei seinem Vater im Himmel. Ja, hier die Adam und Eva, die Erschaffung, dann kam die Zeit bis zur Sintflut, zur Arche Noah, ja, der Turmbau von Babel und danach kommt die Zeit des Gesetzes. Ja, könnt ihr alles hier in den Bibelstellen nachlesen.
der Auszug aus Ägypten, wie die Befreiung kam. Und dann kamen die Gesetze, ne, die Gesetze von Mose. Er bekam sie da auf dem Berg von Gott selbst. Und die hat man dann in die Bundeslade gepackt. Ja? Die Gesetzgebung, die Bundeslade hat man überall hin mitgenommen. Die hat man überall dabei gehabt. Ja, das ist die Geschichte Israels, der Könige und Propheten. Okay? Das mal einfach dieses Alte Testament. Und in dieser Zeit kamen die Prophezeiungen auch über Jesus kommen. Gehen wir weiter. Ja? Über diese Zeit kamen schon diese Weisungen. Dann kam dieser Jesus. Ja, er kam, der Retter, der lang erwartete Prophet und Messias, Heiland und Retter und Erlöser, in der Krippe zu Bethlehem auf die Welt. Ja, das ist der Anfang des Neuen Testamentes. Ja, er hat einen neuen Bund angefangen. Ja, und Jesus lebte hier auf Erden, ja, unter den Menschen, bis er dann hin zum Kreuz ging und die Erlösung für uns schaffte. Ja? Aber Jesus ist ins Grab gelegt worden, er blieb 3 Tage darin. Und dann ist er noch seinen Jüngern allen erschienen, hat nochmal den Missionsbefehl festgemacht. Gehet und mache zu Jüngern, ja? Treibt das Evangelium über die ganze Welt. Und dann ist Jesus in den Himmel gefahren. Dort sitzt er zur Rechten des Vaters und von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 17 heißt es von der Entrückung der Gläubigen. Also die, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, nach Johannes 1, Vers 12, die ihn im Herzen haben, die stehen in dieser Erwartung. Sie sind durch die Tür gegangen, die Jesus Christus heißt. Und sie werden, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm in der Luft entrückt werden. Das ist unwahrscheinlich, aber bei Gott ist das möglich, ja? Sie werden entrückt werden zu Jesus und dann wird Jesus auf diese Erde wiederkommen. Ja? Er wird hier auf die Erde wiederkommen. Das soll den Ölberg darstellen mit diesem seismografischen Riss, den die Wissenschaftler schon festgestellt haben. Dieser Riss ist schon da und dieser Berg, dieser Ölberg wird sich in 2 Teile teilen. Es wird eine große Trübsalzeit sein, auch der Verfolgung von Christen. Aber Jesus kommt hier wieder, ja? Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, wie es hier heißt. Ja, habt das mit drin, diese Erwartung, Jesus kommt wieder. Und er wird regieren hier auf dieser Erde für 1000 Jahre. Ja? Also diese Wiederkunft wird uns auch bestätigt im Alten Testament, in Zacharia 14, Vers 4. Geh mal weiter. Ja? Zacharia 14, Vers 4, ich habe uns mal da drauf geschrieben. Dieses zweite Kommen Jesu. Und seine Füße, Jesu Füße, werden stehen vor der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen. Ja? Also sei bereit für Jesu Kommen. Sei bereit, dass er wiederkommt und dich auch findet. Wirklich auch wie die 10 Jungfrauen. 5 hatten Öl in den Lampen, 5 waren gesalbt mit dem Heiligen Geist und 5 waren im Schlaf. Ja, okay? Das einfach zu sehen. Und dann baut er hier auf der Erde ein 1000-jähriges Reich auf. Ja? Für 1000 Jahre regiert er hier auf der Erde. Ja? Ich habe alle Mühe, das verständlich zu malen. Ja? Für 1000 Jahre regiert er hier auf der Erde. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und alle werden ihn erkennen. Alle, die auf der Erde leben, werden ihn dann anerkennen. Auch die Juden erkennen Jesus Christus als den Retter und als den Erlöser und als den Herrscher an. Die Erlösten in der Herrlichkeit des Herrn. Und dann, nach diesen 1000 Jahre, wird der Teufel ist ja gebunden in dieser Zeit. Ja, für 1000 Jahre, am Ende dieser 1000 Jahre, wird Satan wieder freigelassen. Und er tut wieder sein Unwesen bis zum Endgericht. Ja, bis kurz vor Schluss, der weiße Thron, dort spricht Jesus auch das Gericht über den Teufel. Und er wird in den Feuerpfuhl geworfen. Ja, und dann kommt das neue Jerusalem herab aus dem Himmel. Und da werden die leben, die ihn lieben. Ja, so viel ein bisschen Zeitgeschichte. Das sollen wir als Christen alles drin haben. Das ist unsere Zukunft. Da werden wir einmal leben in diesem herrlichen Jerusalem. Tanzen auf goldenen Straßen. Ja? Perlentore als Tore in dieser Stadt. Ja, eine riesige, herrliche Stadt. Nur so weit dazu. Ja? Habt das mit drin, okay?
Das müssen wir alles mit drin haben. Auch dieses Wissen um Jesu Kommen. Damals im 1. Korinther 16, Vers 22, die Korinther grüßten sie schon mit diesem Gruß, Maranatha. Maranatha, ja, unser Herr kommt. Sie waren schon in dieser Erwartung, unser Herr kommt. Ja? Und Jesus, in der Offenbarung heißt es auch, Jesus sagt es hier in der Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald. Ja, wenn er das schon damals zum Johannes gesagt hat, ja, auf Patmos als Offenbarung, ja, und mein Lohn mit mir, Jesus wird die belohnen, die ihm treu waren, ja, die ihm gedient haben, die werden ihren Lohn empfangen, einem jedem zu geben, wie seine Werke sind. Ja, das ist ein Preisgericht Jesu. Er wird die belohnen, die ihn lieben. Okay? Habt das mit drin. Seid da wachsam. Jesus kommt bald. Das Grab ist leer. Der Held erwacht, singen wir an Ostern. Ja? Sei bereit. Du bist bereit. Joel 2, Vers 1 sagt uns, es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Und wenn der Tag des Herrn nahe war, dann war er noch nie so nahe wie heute. Die Zeit erfüllt sich vor unseren Augen. Die Offenbarung erfüllt sich. Auch der bargeldlose Zahlungsverkehr. Auch dieser RFID-Chip, dass man schon alles über einen Chip, über einen Mikrochip, den man sich unter die Haut pflanzen lassen kann, ja, bezahlen kann. Auch seine Krankenkasse und seine Banksachen darüber machen kann. Das ist total interessant. Das erfüllt sich vor unseren Augen. Ja? Und von daher ist die Zeit schon ziemlich nah, wann Jesus kommt. Okay? Habt das mit drin, auch sein zweites Kommen. Darum bleib stark. Bleib geistlich stark. Jesus wird kommen, wie dieser kleine Mann. Bleib stark. Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Ja? Und er gibt dir alles, was du brauchst. Darum sei hungrig und stehe in Erwartung. Jesus kommt bald. Okay, lass uns aufstehen. Ich will noch einmal beten. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, für diese wunderbaren Prophetien, die wir aus dem alten Bund erkennen. Danke, Herr, dass du dein Kommen kommentierst auch im Wort Gottes, in dem alten Bund, uns schon darauf hinweist, dass der Retter und Messias kommen wird und wie er kommen wird. So hast du auch Jesaja die Prophetie gegeben, wie das Leiden Jesu sein wird. In Jesaja 53 können wir lesen, dass er die Schmach auf sich geladen hat. Unsere Krankheiten, unsere Schuld, unser Versagen, unsere Versäumnisse. Darum danken wir dir, Jesus, dass ja, du wirklich für unsere Verfehlungen bezahlt hast, für unsere Sündenschuld. Wir danken dir, dass du uns reinwäschst durch dein Blut. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht. Und du vergibst uns unsere Schuld. Und du wäschst uns rein, ja, von aller Sünde. Du machst uns wieder weiß. Wir danken dir, Herr, dass wir aus dieser Gnade leben dürfen. Wir danken dir, dass wir es begreifen dürfen. Auch diese Heilsgeschichte in Jesus Christus. Diese ganze Zeitgeschichte der Bibel, Herr. Denn du klärst uns auf für das, was war. Du klärst uns auf über das, was ist. Und du klärst uns auf über das, was kommen wird. Darum lass uns wirklich eifrig studieren dein Wort, dass wir auch das Zukünftige jetzt schon als Erwartung im Herzen haben. So segne jeden Zuhörer, ja, der diese Botschaft erkennt und sie wahrnimmt, dass sie in seinem Herz fällt als Hunger, dein Wort noch mehr zu studieren, dein Wort wirklich zu erforschen. So segne jeden einzelnen Zuhörer mit auch der Bereitschaft, dass sie ihre Lampen gefüllt haben mit Öl des Heiligen Geistes, mit einer Salbung, die uns diese Welt überwinden lässt, die uns die Lust dieser Welt überwinden lässt, die uns auch unser Fleisch, unsere egoistische Natur überwinden lässt und die uns den Teufel überwinden lässt, diesen Widersacher. Dass wir wirklich stehen im Glauben, dass wir die Waffenrüstung anlegen und ihm erfolgreich Widerstand leisten. Hilf uns dabei, Heiliger Geist. Mach uns wachsam, mach uns sensibel für die Dinge, die sich vor unseren Augen erfüllen. Gib uns diese Endzeiterkenntnis, auch was Jesus über die Endzeit sagt. Gib uns das als Erwartungshaltung. Ja, wenn Jesus sagt, wenn ihr von Kriegen und Kriegsgeschrei hört, wundert euch nicht, denn es muss so kommen.
So sind wir getrost und unverzagt, Vater. Ja. Denn du bist auch bei uns bis ans Ende der Tage. Jesus, du sagst es uns auch, dass du bis ans Ende der Tage mit uns bist. So segne uns alle, wie wir hier sind, mit einem neuen und beständigen Geist. Dass wir da nicht nachlassen, dass wir da nicht weniger wollen, sondern dass wir mehr wollen. Wie wir es im Lied singen, mehr von dir, mehr von dir, mehr von deiner göttlichen Macht, die Jesu Leben in uns schafft. So segne du, Vater, uns als deine Kinder und erfülle uns mit deinem guten Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.